sein. In Italien ist der Verfassungsrichter Sergio Mattarella zum Staatspräsidenten gewählt worden. Der 73-jährige Sizilianer ist der 12. Präsident Italiens. Erwartet wird, dass er am Montag oder Dienstag den Amtseid ablegt und eine Rede vor dem Parlament hält. Ranucci, Pepe. Mattarella war der Kandidat der Demokratischen Partei, PD, von Regierungschef Matteo Renzi. Im vierten Wahlgang reichte erstmals die absolute Mehrheit aus. Mattarella tritt die Nachfolge von Giorgio Napolitano an.